Angenommen, du hättest jetzt drei Wünsche frei, wie bei einem, in einem Märchen, wie bei Aschenbrödel. Und ja, was wären denn deine drei Wünsche jetzt? Und du kannst auch gern das Video kurz anhalten, dir Gedanken machen und dann wieder anschalten. Und ja, ich freue mich, dass du mit dabei bist zu diesem neuen Video. Und ich finde das ein schönes Thema, gerade jetzt zu Weihnachten, wo wir uns so viel Gedanken machen über unsere Wünsche eventuell. Und ja, und wenn wir ehrlich sind, und mir geht es da gar nicht so viel anders, wir denken oft in erster Linie an uns selbst und wir denken, was wir gerne hätten. Wir hätten gerne mehr Geld, wir hätten mehr Gesundheit, gerne eine glückliche Partnerschaft, ein größeres Haus, ein besseres Auto, dass unsere Kinder gesund sind oder was auch immer. Und es sind aber alles Dinge im Grunde, die sich im Außen verändern sollen, von ganz allein, also wie mit Zauberhand. Und das funktioniert so nicht. Denn alles, was wir in diesem Moment in unserem Leben erleben, erfahren, besitzen, resultiert aus unserem eigenen Energiefeld, aus unserer eigenen Quelle. Aus unserem eigenen Sein, aus unserer Frequenz. Wir ziehen Dinge an und wir stoßen Dinge ab. Und das hat sehr viel mit unserem Bewusstsein zu tun. Und auch Gesundheit werden wir durch einen Wunscherfüllungsprogramm leider nie in dieser Form erhalten können. Denn es geht darum, dass wir selber in uns heil werden, in uns gesund werden und schauen, was da los ist in uns, was betrachtet werden will, was Heilung braucht in uns. Und wir werden es nie einfach nur im Außen erreichen. Und übrigens ist mir heute auch klar geworden, in den Märchen ist es eigentlich nicht anders. Zwar bekommt Aschenbrödel dann nachher den Prinz, aber das heißt nicht, dass sie ein glückliches Leben bis zu ihrem Lebensende mit ihm hatte. Also es veränderte sich was im Außen, aber im Grunde geht es immer darum, dass wir in uns etwas verändern müssen, in unserer Essenz. Wenn wir einen neuen Partner uns wünschen und der kommt im Außen vielleicht durch ein Wunscherfüllungsprogramm, dann werden wir aber die gleichen Muster, die wir bisher mit unserem Partner gelebt haben, den gleichen Respekt und das, wie wir mit ihm umgehen, mit ihm umgehen wie mit unserem vorherigen Partner. Und es wird sich irgendwann einschleichen und übertragen. Und diese alten Strukturen werden wieder nach oben kommen. Und wir werden wieder vielleicht in einer unglücklichen Partnerschaft sein. Also es geht darum, wirklich zu verstehen, dass es kein Wunscherfüllungsprogramm im Außen gibt. Das funktioniert bei uns nicht und im Märchen glaube ich auch nicht. Und deswegen geht es darum, wirklich zu schauen, was kann ich in mir, was will ich denn ändern, was wünsche ich mir denn und was kann ich denn dazu beitragen, damit dieser Wunsch sich erfüllt. Ja, und auch bei vielen Menschen sieht man, wenn sich im Außen was unter irgendwelchen Umständen verändert, wenn sie sich selber nicht ändern, dann tragen sie mehr oder weniger die Muster in alles Neues hinein, was ihnen im Außen vielleicht zufällt glücklicherweise und sie es dann doch wieder verlieren im letzten Ende, weil alles ist wirklich gespeist von unserem Energiefeld, von unserer Frequenz und dort erfahren wir Anziehung und Abstoßung im Grunde. Ja, es geht also darum, wirklich auch zu erkennen, was uns denn gerade abhält an unserem, dass sich unser Wunsch erfüllt und dort genauer hinzuschauen, was ist denn das Thema, das da dahinter liegt. Und indem wir das Thema erkennen, es uns bewusst machen,
Allein durch diese Bewusstwerdung verändert sich schon so viel. Ich sehe das immer wieder in meinen Sitzungen mit meinen Klienten. Allein die Bewusstwerdung ist der größte, der wichtigste Schritt in diesem Veränderungsprozess. Da muss noch gar nicht viel passieren oder es muss noch gar nichts passieren, sondern wir müssen das Thema erkennen und im Grunde eine andere Einstellung dazu zu gewinnen. Wir müssen rauskommen aus dem, dass wir uns sehr oft als Opfer fühlen, als wären die äußeren Umstände zuständig dafür, dass wir uns schlecht fühlen. Aber so ist es nicht. Es ist genau andersherum. Das Außen spiegelt sich nur das, was wir im Inneren sind und ausstrahlen. Ja, das ist etwas, was wirklich sehr wichtig ist, das zu erkennen. Und indem wir diesen Bewusstwerdungsprozess gehen und uns klar werden und eine andere Haltung dazu einnehmen, dass wir verstehen, ich bin Schöpfer, ich bin derjenige, der das verändern kann, was da in meinem Leben mir nicht gefällt, dann können wir daraus eine neue Entscheidung fällen. Wir können sagen, ich gehe jetzt anders damit um. Ich gehe jetzt in meine Kraft und ich suche mir jetzt meine Lösung. Und das muss vielleicht nicht so sein, dass gleich die erstbeste Möglichkeit dann auch funktioniert. Manchmal gibt es auch einfach ein Try-and-Error-Programm. Aber wir wachsen daran. Und das ist das, was unsere Seele ja im Grunde will. Sie will wachsen, sie will Erfahrungen machen. Da muss nicht immer alles gleich hundertprozentig richtig laufen. Oder was ist denn überhaupt richtig? Richtig gibt es gar nicht in diesem Fall. Sondern wir nähern uns immer Schritt für Schritt sozusagen einer perfekteren Version von uns an. Wobei dieses Wort perfekt eigentlich schon total falsch ist, sondern einer bewussteren, einer höher schwingenden Version von uns an. Ja, im Grunde sind wir multidimensionale Wesen. Wir haben nicht nur dieses Leben hier gerade auf der Erde, sondern wir sind vielleicht in verschiedenen Dimensionen momentan unterwegs und wir können uns immer wieder ein Stück weit daran erinnern, an und uns positiv ausrichten. Das hebt unsere Schwingung. Ja. Und wenn wir negativ die Einstellung haben, ach, wir können so oder so nichts verändern, das Außen ist im Grunde schuld, solange es keinen äußeren Frieden gibt, werde ich meinen Frieden nicht finden. Das ist einfach die falsche Einstellung. Dadurch kommen wir sozusagen in eine negative Spirale, die uns immer weiter nach unten zieht. Und genauso können wir uns aber auch wieder herausnehmen und nach oben gehen in eine positive Spirale, indem wir wieder wirklich der Schöpfer unseres Lebens werden, indem wir Schritt für Schritt unsere eigene Macht wieder zurückgewinnen und selber Entscheidungen treffen und Dinge neu machen und neu ausprobieren und schauen, was sich dann verändert und daraus lernen und wieder neue Schritte machen. So ist das Leben gedacht. Ja, das war ein ganz praktisches Video vielleicht, aber ich denke, alles hängt immer mit allem zusammen und es ist einfach wichtig, dass wir hier in unserem Leben verstehen, was uns bewegt, was uns hindert und wie wir es verändern können in ein erfüllteres Leben, in ein bewussteres Leben und somit wieder mehr in die Verbindung zu unserer Seele zurückfinden und ja, zu unserer wahren Essenz zurück. Ja, das waren so ein paar Gedanken so in der Vorweihnachtszeit. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich auch über ein Like oder wenn du magst, meinen Kanal abonnieren magst oder oder auch einen Kommentar dazu schreiben möchtest, freue ich mich auch. Ich wünsche dir alles Gute, sage Namaste.